Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht, ich bin hier auf einem Kriegslog, nämlich vom Clan Spätzle mit Soße. Also wir spielen hier die Events im Clan Spätzle 2. Und ihr seht, ich bin heute in der High Class War League, in der sogenannten, in der Kurzfassung HCWL. Und wir hatten am Wochenende ein Match Alternate Attack, also E-Sports gegen Spätzle 2, gegen die Casual Gamer. Ja, ich weiß nicht, ob das noch so casual ist, aber kurz mal zur Erklärung der HCWL. Die HCWL teilt sich nochmal in zwei Ligen auf. Einmal die Noach-Liga und einmal Empire. Dort ist das Breakdown, so heißt es, immer etwas anders. Also hier in der Noach-Liga gibt es ein klassisches, im klassischen ESL-Style 5 gegen 5, ein Angriff, eine Stunde Zeit. In der Empire ist es ein bisschen anders. Ich habe ja am Wochenende auch das erste Match aus Empire gemacht. Da hat es ein bisschen gedauert, denn dort wurde zwar auch ein Breakdown von 10 gegen 10 gespielt. Das ist das kleinste dort. Bis zum 30-30 kann das hochgehen. Aber dort ist dann halt die minimale Spiellänge 4 Stunden. Und hier in der Noach-Liga ist es natürlich kurz und knackig, aber Spätzle 2 gegen Elite Imperium, das haben wir in jedem Fall gestreamt gesehen von mir. Und ja, der Sieger musste dann gegen ATN Attacks ran. Und ja, wir gehen einfach mal rein in so einem Recap, den ich eigentlich für euch heute mache. Geht es darum, ich darf nur die drei Sterne zeigen, obwohl ich muss wirklich sagen, so 99- und 97-prozentige Angriffe, das sind fast drei Sterne. Da fehlt manchmal nur ein Gebäude, aber egal. Wir gehen mal rein und ich versuche das Ganze so ein bisschen für euch bis zum Ende irgendwo zu unterdrücken, falls ihr das Ergebnis noch nicht kennt. Ansonsten müsst ihr jetzt halt bis zum Ende skippen. Ich hoffe, ihr macht das nicht. Und wir schauen uns die netten, coolen Angriffe hier an. Den ersten Angriff von Alternate Attack macht der Sir Ironheart. Also ihr habt sicherlich schon den einen oder anderen Namen hier mal gehört aus dem Team von Alternate. Da ist der Vale dabei, da ist der Boom dabei, da ist der Sir Ironheart dabei. Die anderen beiden kenne ich noch nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Zu diesem Zeitpunkt stand es übrigens zwei Sterne für Spätzle mit Soße mit 99% zu 0. Das heißt also, das ist der erste Angriff hier gewesen von Sir Ironheart bzw. von Alternate Attack. Und es war, ich kann euch sagen, wenn ihr den Livestream bei Maxi nicht gesehen habt, es war die Hölle an Spannung. Also ich habe mich am Ende auch wirklich für die Herzattacke bedankt. Und aber ein schöner Queen Charge hier mit Supermauerbrecher hier reingegangen. Und die Queen, guckt euch die Queen an, wie die am letzten, die ist auf der letzten, wie heißt es immer, auf der letzten Rille und schnappt sich hier aber dennoch das Rathaus. Und er behält auch hier die Nerven, der Scattershot schießt die ganze Zeit auf. Die Queen, der X-Bogen, die Feger werden eigentlich, die Feger fegen natürlich die Heiler immer so ein bisschen weg. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Aber auf der 9 Uhr Seite geht es jetzt hier los mit Hybrid. Und die Queen nimmt hier wirklich ein Gebäude nach dem nächsten raus. Er hat immer noch einen Wutzauber dabei. Hat also jetzt allerdings auch nicht mehr so viel Value von der Queen, denn die macht jetzt erstmal Bauhütte und kriegt jetzt in Wahrheit weiterhin Beschuss. Aber sie tankt hier auch den zweiten Scatter Shot, also den das Schleuderkatapult. Und das ist natürlich super für die restlichen Truppen. Das heißt, es geht nichts im Moment auf die Hog Rider und auch nichts auf die Miner. Der royale Champion kommt dazu. Ich weiß, es ist der vierte Held. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Der vierte Held kommt dazu. Und wirklich schönes Ding hier. Ob einige Kämpfe waren Overkills, einige waren ultra knapp. Ihr müsst immer mal so ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber ich kann euch sagen, live dabei zu sein, ist natürlich nochmal was ganz, eine ganz andere Ecke. Und hat unheimlich viel Spaß gemacht, das Clash-Wochenende hier. Und auch zu sehen, dass dort, ja, ich will mal sagen, E-Sports trifft auf Casual Gaming. Aber so ein bisschen, ich will mal sagen, die Spätzle mit Soße sind schon auf einem Weg, wo man sich etwas anders orientiert. Also es ist schon sehr nah gewinnorientiert, drei Stern orientiert und naja, ihm steht aber hier nichts nach. Der Sir Ironheart hat das echt super gemacht und schön gesehen, super Queen, kann man nicht anders sagen. Und die Miner geben jetzt auch der Platte vom vierten Held den Rest und dann sind das hier die ersten 100% zu diesem Zeitpunkt. Ich sage immer mal, das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt stand es 100 zu 99%. Okay, wir gehen in die nächsten Angriffe rein und ich gehe in die Kriegskarte.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Euder gegen AST oder AST. Das sei mal dahingestellt, wie man das ausspricht. Ich nenne das mal AST, weil da Leerzeichen zwischen sind. Gegen den Euder. Und auch dort lernt man immer so ein bisschen was in den Streams. Euder heißt wohl im Bayerischen Alter. Alter. Okay, Euder, dann leg mal los hier mit Blimp. Und hier wird erstmal der Inferno rausgenommen, aber ich denke, er schafft die anderen beiden Gebäude auch noch. Ja, der Magerturm geht auch noch down. Jetzt geht der Queen Charge hier, Coconut Loon. Mal sehen, ob der auch eine Mine trifft. Erstmal nicht. Und ja, wir hatten dann erst gedacht, na, ob die Queen da jetzt richtig geht, ob er das so wollte. Aber ich denke mal, er wollte es wirklich so. Denn die geht jetzt natürlich Richtung, ja, die geht Richtung Rathaus. Außen wurde jetzt ein wenig mit zwei Goblins, so das ein oder andere Lager schon mal weggemacht. Jetzt kommt hier nur ein kleiner Teil der Clanburg. Das ist noch nicht alles, deswegen erstmal nicht der Gift. Das waren jetzt nur ein paar Bogenschützen. Schön gesehen, dass man da nicht nervös wird und sofort anfängt, Gift zu schmeißen. Hat er sehr, sehr gut gesehen. Und die Queen bahnt sich jetzt ihren Weg Richtung Rathaus. Hier wird sie jetzt nochmal geraged. Denn mit den Minern und den Hogridern soll das hier jetzt weiter durch die Base gehen. Und da kommt natürlich jetzt gleich noch ein bisschen mehr Clanburg. Da ist sie. Und weggefriest und Gift drauf. Wird er jetzt gleich auch machen, denke ich mal. Oder wann wirft er den Gift? Nee, Gift wird überbewertet, oder? Habe ich eben noch so scherzhaft gelesen. Gift wird überbewertet, aber er kommt hier dennoch gut durch. Ich gucke jetzt immer unten auf die Leiste, wann der denn endlich mal sein Gift wirft. Aber auch hier schön gemacht. Queen kommt schön weit. Und am Ende raged die Queen nochmal, obwohl er vielleicht hätte Truppen ragen sollen, aber naja, man steckt da nicht unbedingt hinter. Und dennoch macht die Queen jetzt eigentlich nur noch Mauern, aber ich meine, eine geraged Queen macht die Mauern auch einfach ein bisschen schneller. Und am Ende ist es dann doch relativ deutlich außen noch die Hogrider, der vierte Held ist nicht mehr da, aber guckt euch den King an. Der King ist noch relativ voll und tankt hier den Adler. Der kann jetzt aber auch nicht mehr schießen. Hier unten ist die Base offen. Das heißt, dort kann der King jetzt schön reingehen. Queen macht jetzt hier den Rest. Und es wurde dann aber dennoch am Ende immer sehr, sehr eng. Also Time Fails inbegriffen hier in diesem Turnier in jedem Fall. Und ich denke mal, hatte aber schön gemacht hier am Ende. Der King hier regelt nochmal so ein bisschen fürs Cleanup, aber Orden und die Queen hier werden jetzt auch den leicht angeschlagenen King noch machen. Und dann sind es nur noch drei Gebäude, das heißt ein Tesla, eine Kaserne und ein Lager. Und dann sind das hier 100% von Euder, das heißt also der Dreisterner vom Sir Iron gleich wieder legalisiert und somit ist die Partie sehr, sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Ja. Lange nicht gesehen und doch wieder erkannt. Der Boom hier von Alternate Attack. Ich denke mal, Boom ist euch ein Begriff. Ehemals DL, Dark Lothar bzw. Tribe Gaming. Und auch bei der WM saß er oben auf der Tribüne, beziehungsweise nicht auf der Tribüne, sondern hat oben heftigst mitgespielt. Und von daher, denke ich mal, ist so der ein oder andere euch auch aus dieser Szene hier geläufig. Und auch er mit einem Blimp. Ich muss sagen, ich habe den Boom eigentlich noch nie so angreifen sehen. Wenn ich immer Boom höre, dann denke ich immer Only Luftangriffe, also Suilalu oder was auch immer, Queen Charge Lalo. Und hier hat er schön den Gift geworfen und auch hier die Queen, Junge, Junge, auf den letzten Akt. Und ihr müsst genau auf die Mauerbrecher achten, also auf die Supermauerbrecher. Denn der zweite Supermauerbrecher ist gleich sensationell, kann ich euch sagen. Ich habe ja alle Kämpfe schon live gesehen, aber den einen oder anderen guckt man sich dann, beziehungsweise konnte ich mir jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Und achtet gleich drauf, wo der zweite Mauerbrecher hingeht, also wirklich Spitzenklasse, kann man nicht anders sagen. Denn der macht eigentlich ein Feld auf, wo man das jetzt nicht vermuten würde, beziehungsweise ja, die Queen. Scheinbar kommt sie jetzt nicht weiter, aber da ist der Fassroller und macht hier unten am Bogenschützenturm auch nochmal die Lücke Richtung Rathaus auf. Also der war wirklich sensationell gerollt. So muss man es ja mal sagen. Und oben geht es jetzt auf der etwas breiteren Flanke weiter mit gleich dem Part Schweinereiter. Das ist kein Hybrid, das ist ein Only Schweinereiter, sehe ich jetzt auch gerade. Und aber erstmal der Championatin hier so ein bisschen
beziehungsweise den Hawks ein bisschen den Rücken frei zu halten. Der royale Champion außen geworfen. Unten geht die Queen nach wie vor locker durch. Hier wird nochmal gefriest. Also, es wird in jedem Fall so sein, dass die Queen am Überleben ist. Und auch hier, Scattershot ist raus. Queen ist jetzt gezündet. Und auch hier kamen die Hawks jetzt sehr, sehr surgical. Das heißt also immer zwei, drei noch ein bisschen von außen mit in die Meute mit reingesetzt. Beziehungsweise dort kam, glaube ich, die Kaserne. Ah, nee, Kaserne hat er ja gar nicht mehr gehabt. Das war schon surgical. Jetzt bin ich auch ein bisschen durcheinander. Aber auch hier ein starker Angriff vom Boom. Und hier zum Cleanup absolut perfekt. Nochmal ein Miner mit dazugesetzt. Unter Umständen wusste er, dass das Gebäude hier erstmal stehen bleibt, da dort keiner rangeht, weder der vierte Held noch die Schweinereiter. Und sowas kannst du natürlich auch super dann einplanen und um nicht irgendwo in Zeitnot zu geraten. Aber ihr seht das hier mit den vielen Hawks, war das hier ein super 3-Sterner auf den Martin. Also Boom gegen Martin 3 Sterne und wir bleiben weiter im Feld, denn es bleibt weiterhin spannend. Und wie spannend das bleibt, das zeigt uns hier Wale 1 gegen 1. Also Alternate Attack gegen Spätzle 2 bzw. Spätzle mit Soße. Das war jetzt schon der vorletzte Angriff. Ich kann euch sagen, in dieser Liga ist es geregelt, ab wann angegriffen werden darf. Und dann wird das abwechselnd gemacht. Das ist A, ganz gut für einen Streamer, weil dann kann man sich ganz gut darauf einstellen, was kommt als nächstes bzw. was wird gezeigt. Aber die letzten beiden Angriffe sind zeitgleich. Die letzten beiden Angriffe sind zeitgleich. Deswegen muss man dann nach dem Ergebnis eigentlich noch den anderen Kampf zeigen. Das macht man auch. Und so läuft das Ganze ab. Nur, dass ihr das mal so ein bisschen gehört habt, falls ihr es noch nie gesehen habt. Und denn alle anderen Angriffe gehen dann bei, also eine Stunde ist ja Spielzeit und ab Minute 36 gehen dann die ersten Kämpfe los. Also hier ist auch ein bisschen Druck gefragt mit Planung auf gewisse Bases. Mit welcher Kombi mache ich was? Und aber er hat sich hier für einen Luftpart entschieden, beziehungsweise Doppelklon. Der eine war, glaube ich, gesweckt. Und kriegt auch, ich weiß nicht, ob er das so wollte. Ja, wir wussten es im Stream auch nicht genau, aber haben uns den Angriff nicht weiter angeschaut. Ich zeige ihn euch jetzt am Stück. Ansonsten, der Maxi hat nämlich gewechselt auf den Angriff oder auf den letzten Angriff von Spätzle mit Soße, denn zu diesem Zeitpunkt hier war dieses Match hier absolut ausgeglichen, wirklich ausgeglichen. Und das war schon, ich will nicht sagen eine Sensation, denn ich denke mal, so der ein oder andere weiß, dass auch Spätzle mit Soße in der ein oder anderen Liga auch schon ein bisschen mitruhlt und sich da sicherlich schon einen Namen gemacht hat. Aber dieses Game hier war einfach Spitzenklasse und war wirklich Vorzeigewert für den, ja, ich nenne es mal so E-Sports-Bereich hier, was Clash of Clans angeht und was hier auch wirklich High Class angeht, also wirklich sensationelle Kämpfe, krasse Planung. Ich meine, in der Zeit, ihr müsst das immer in der Zeit sehen, normaler Clankrieg geht 24 Stunden, da kannst du eine Nacht drüber pennen und kannst dir überlegen, wie du angreifst. Hier musst du das binnen einer Stunde machen, beziehungsweise man hat ja nur einen Angriff, also die, die am Ende angreifen, haben natürlich mal etwas längere Planungszeit als die, die gleich zu Anfang ran müssen. Aber ein super Lalo-Part hier, auch wenn die jetzt unheimlich langsam sind und immer noch der Adler da steht, hat er genug Cleanup hier in der Base in Form von Welpen und von Minions und holt hier 3 Sterne gegen Don Beta. Don Beta hat mit Yeti Smash 99% gemacht, also der Papst der Yetis hier. Sein Ruf eilt ihn auch jetzt schon so ein bisschen voran. Ist er aber absolut gerecht geworden, muss man so sagen. Denn wenn du nur noch ein Gebäude offen lässt, dann ist es halt ein Timefail. Und wenn es dann mit Yeti Smash war, dann war es halt mit Yeti Smash. Aber hier mit dem Lalopart echt stark gemacht. Und den letzten Angriff hat unser Team, ja, ich glaube, es ist unser Teamanführer, also der Eyewitness, den schauen wir uns jetzt natürlich auch noch an, denn das war der letzte Angriff, den hatten wir hier nicht ganz live, aber haben ihn in der Wiederholung geschaut. Den anderen schauen wir jetzt auch komplett durch. Und hier kriegt Boom Besuch von SMS Eyewitness vom Juli, der also, ich denke mal, auch der Juli ist euch mittlerweile ein bekannter Name, denn er ist auch in der Orga, ich glaube, bei der DCM ja dabei und also beim Discord-Turnier und ja,
von 9 Uhr rein hier gegen das Rathaus. Alter Falter, das war eine unheimlich schwierige Situation hier. Held, zwei Helden hier, Rathaus, nochmal Coconut Loons bzw. Loons für die Tesla rechts und links, dass die Queen noch in der Mitte bleibt. Aber die nimmt sich erstmal das Rathaus und das war hier, oh, der Anfang war hakelig. Kann ich euch sagen, der Anfang sah auch hakelig aus. Scattershot schießen jetzt, zwei Stück. Lauern dort auf die Queen und ihr seht aber unten Hybridpaar, 10 Hog Rider und 18 Miner. Klambo kommt jetzt raus mit einem Hund und ein paar Bogenschützen waren das, soweit ich das gesehen habe. Jetzt schießt glücklicherweise nur ein Scattershot auf die Queen, denn zwei Scattershots, das überlebt auch eine Level 70 Queen dann mit Heilern nicht mehr. Außen geht der Part jetzt los mit dem Hybrid. Eine sehr, sehr, sehr frühe Wortzündung, um die Truppen hier gleich zu Anfang in die Immunität gesetzt zu haben, also in die Unverwundbarkeit und außen mit dem King. Das heißt, der hält erstmal jetzt alle Truppen in der Base und auch der Packer. Jetzt kommen noch aus der Kaserne die zusätzlichen Hogs mit dazu. In der Mitte sieht es jetzt gerade ein bisschen eng aus, aber der vierte Held, also der Royal Champion, ist auch noch am Start und muss sicherlich jetzt gleich gezündet werden, denn der Single Inferno hat schon angesetzt oder hat schon anvisiert und der Inferno geht aber nicht mehr mit down und jetzt wird es eine ganz, ganz enge Kiste, aber ihr seht, wie viele Miner da noch sind, die ganzen Hog Rider. Aber wir haben auch noch einen Bombenturm, wir haben keinen Zauber mehr und wir haben aber einen Heiler-Switch gehabt zwischendurch. Ist euch vielleicht aufgefallen, die Heiler haben absolut cool auf die Hogs geswitcht. Allerdings ist jetzt auch nicht mehr viel Hog Rider da am Inferno, aber der Inferno, mit dem letzten Hog Rider fällt der Inferno. Ein Hog Rider kommt da noch raus. Und der macht jetzt auch noch unter weiter, aber ihr seht außen, bahnen sich die Miner mit dem King hier ihren Weg noch weiter durch die Base und auch die Packerdame ist mit dabei. Jetzt muss es nur noch einmal reingehen, das erledigen hier die Miner, denn unten sind jetzt zwar eine Riesenanzahl von Magier, allerdings haben die nichts mehr mit dem Kampfausgang zu tun hier, sondern das haben die Miner und der Minion hier gemacht. Also auf Boom hier 3 Sterne vom SMS Eyewitness und das war auch der letzte Kampf dieses wirklich, wirklich spannenden High-Class War League Matches gegen zwischen Alternate Attack und Spätzle mit Soße. Also hier nur im Event Clan Spätzle 2 und jetzt können wir auch das Ergebnis sehen, falls ihr es noch nicht kennt. 13:12, Leute. 13:12. Sensationell, kann ich euch sagen. Und wenn wir hier in das Ergebnis selber reingehen, in die Karte, dann seht ihr hier die anderen Ereignisse. Ich darf euch aus Gründen der Base-Versehrtheit die 2-Sterner nicht zeigen, aber ihr seht anhand der Prozente, wie knapp auch die 2-Sterner waren. Ja, mit 99%, 83%, 95% vom AST. Vita auf den Sir Ironheart 97%, Jojo 90% auf Euda. Also das war hier spektakulär und es hat wirklich Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuschauen. Neue Sterne pro Angriff 240 und 260 ist klar. Und 3 Sterne auf der Seite von Alternate Attack. Glückwunsch. Und 2-3 Sterne auf der Seite von Spätzle. Auch Glückwunsch. Also tolles Match hier. Ich wollte das in jedem Fall mal festhalten, denn auch für mich ist das erste Mal, dass ich jetzt so ein Recap mache hier. Und war auf jeden Fall eine tolle Sache. Kommt ruhig und schaut euch das Ganze an. Das Ganze findet mit Masse auf Twitch statt. Denn auch der Maxi, der Noobs und auch, ich glaube, der Master Tom streamen das Ganze. Ich glaube, der Shaso ist mittlerweile auch mit im Boot, um möglichst viel aus dieser Liga mitzunehmen. Und ich wollte das Ganze aber auch nochmal für euch festhalten. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich mache euch mal zum Wochenstart einen schönen Recap hier. Dann startet die Woche richtig krass mit Clash of Clans. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Am Ende, das nehme ich jetzt. Und dann sehen wir uns in weiteren Matches hier aus dieser Liga. Und auch mit weiteren Videos bzw. Livestreams bei mir auf dem Kanal blende ich euch unten nochmal ein, bzw. brauche ich gar nicht. Steht sowieso immer in der Beschreibung. Und dann habt einen coolen Wochenstart, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Toto. Clasht.